So, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu unserem zweiten Teil, dritten Video mittlerweile. Ja, also, unsere dritte Session, neuer Tag, neues Glück. Und diesmal bin ich dran mit Kapitel 6 und dem Burghof. Despite his best efforts to try entering the castle unnoticed, the vampires know that Gabriel is coming. Oh, ich hoffe wirklich, dass es nicht das ist, wovon ich denke, dass es ist. And soon he will have to use all his wits and powers to defeat what nightmares inhabit this place of death and decay. His strength grows by the day, and yet his hate intensifies deep within. He eats little and sleeps less. She is there in his thoughts, his beloved Marie. He knows that his journey is far from over. This castle, I fear, will push him into the abyss from which there is no escape. So, da sind wir. Hier haben wir gestern aufgehört. Und es beginnt erstmal mit einem guten Kletterbuddy. Ja, der gute Baron hat uns ja durch die Kanalisation geführt. Und unser Ziel nun ist das Vampirschloss. So, da hätten sie schon mal eine Leiche liegen. Hier ist ein Lebenskraftbrunnen. Und da kann man, glaube ich, auch weiter rüber. Wenn mich nicht alles täuscht. Doch, da komme ich rüber. Schön mit Anlauf. Angriff! Ja! Es war keine Leiche, es war ein Weiber, das war für ihn. Ja gut, das ist auch nice. So, und hier komme ich natürlich nicht durch. Großes Tor, nichts dahinter. Das heißt, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Ich bin bereits kein gesund, das ist nice. Hopp, hopp, hopp. Und dann... Moment, okay, er hat es geschafft. War mir nicht sicher. Das sieht auch aus, als könnte man es eintreten, aber er will nicht. So, jetzt sind wir hier unten. Und ja, ja, das müsste die Kanalisation sein, die ich meinte. Hier noch ein bisschen weiter um. Leiche haben wir, glaube ich, nicht liegen. Da sehen wir das große Tor. Da wollen wir im Endeffekt rein. Und ich sag einfach mal, lasst es auf euch wirken. Allein schon die Fassade dieses großen Schlosses sieht verdammt geil aus. Yep. Ich erinnere mich, hier gibt es dann noch den Garten später, ne? Yep. Oh, lol. Der kommt das irgendwann in andere Missionen. Das war jetzt ein wenig, damit habe ich nicht gerechnet. Au! Voll gemein! Alter! Schild, Tumi. Dankeschön. Schild, kaputt. Gabriel auch. Alter, Alter, Alter. Ach, der Kollege. Das ist immer, wenn so zwei von Viechern kommen, kriege ich in die Raster, weil das ist relativ mies. Bei solchen Gegnern ist halt echt das Wichtigste, sich auf einen zu fokussieren. Nicht unbedingt vor ihn zu laufen, weil das kann manchmal etwas kackig werden. So, was muss ich drücken? Vielleicht bin ich heute ein bisschen fitter. Dieses Mal ist weiß ich, ist 6. Geh mal aus dem Bild, Junge! Der eine ist weg. Der andere dürfte seinen Schild ein. Bald schon vor hier. Ja, noch Schläge einstecken müssen. Echt? Den habe ich doch kaum getroffen. Gif, Schild, Mi, Junge! Und da hinten ist neutrale Energie, die wir euch haben.
sehr nice. So, Viereck. Und damit wäre es das getan. Und der hat mir wieder ein vollständiges Kristall gedroppt, aber ich habe schon vollständig alles. Okay, andere Seite. Danke. So. Und das ist mal eine Abwechslung, liebe Freunde, denn aus diesem großen Käfigtürchen kommt nicht etwa ein Riesentroll hervor, sondern wir müssen da runter, um in das Innere des Schlosses zu kommen. Und natürlich, weißt du, er fällt überall in den Tod, aber hier hat er keine Probleme. Und ihr seht überall Skelettleichen. Und ich befürchte, es ist auch genau das, wonach es aussieht. Also ich erinnere mich zumindest an einen langen Korridor, in dem dann Skelettkrieger kommen. Da sind sie schon. Okay, den Dash habe ich vergessen, dass du das kannst, mein Freund. Wo ist ein anderer hin? Da. Kollegas. Immer schön auf die Gesundheit achten. Okay, das ist jetzt wie es. Jetzt kommt der Walk. Kommt der jetzt schon? Willst du mich verarschen? Natürlich. Yep. Genau, dann Beyblade, der sich auch erst nochmal. Hey Leute, wir haben ein Problem. Das Problem seid ihr. Ist der zerfallen? Nein. Der hat sein Schild verloren. So, jetzt hat er zerfallen, aber noch ohne. Genau. Okay, der war richtig, richtig, richtig mies. Sehr schön. Jetzt kurz zerfallen. Gut. Und jetzt haben wir nur noch den Morgen, den wir auch brauchen, um weiterzukommen. Ah, da ist noch ein Skelett aufgetaucht. Das Reden musst du so vielleicht ein bisschen übernehmen, weil ich will mich gerade echt nur ein bisschen konzentrieren. Weißt du, was man von mir? Also das Problem hier an der Stage ist einfach, der Raum ist viel zu eng. Der Morgen hat eine sehr große Reichweite, genauso wie die Skelette, was man ja schon gesehen hat. Ist er zerfallen? Noch nicht. Ich habe auch erst gedacht. Weil sie halt diesen scheiß Charge-Angriff haben, den man nicht blocken kann. Und was ich unglaublich eigenartig finde, ist, dass die Skelette in sonstigen Castlevania-Teilen für die Handhelds, sage ich mal, eigentlich Gegner sind, die direkt zu Anfang kommen, die du eigentlich mit 1-2 Hits sofort vernichten kannst. Je nachdem, was für Skelette das sind, aber das sind ganz normale Skelettkrieger. Ich glaube, wir haben die auch noch nicht im Bestiarium angesehen. Nee, ich glaube, das haben wir gestern Abend versäumt. Aber das können wir dann noch nachholen. Okay. Immer schön auf dem neuesten Stand bleiben. Blöd. Und hier in diesem Bereich wurden wohl früher die ganzen, werden wohl die ganzen Gefangenen von den Vampiren gehalten. Auch die ihre kleinen Zuchttiere, die Unworgen. Jetzt sehe ich, da ist noch eine Leiche. Ja, aber da kann ich ja nicht hin. Da kann ich ja jetzt nicht looten. Rechts hat er eine Säule. Kann er die irgendwie auch Sollte er, aber ich weiß noch nicht wie. Oder du musst das selbst durchdashen, ne? Das Problem ist so, kommt. Obwohl, du könntest erstmal hoch und kannst nach einem Weg suchen. Aber das geht doch, oder? Kann ich hier nicht. Na gut, dann klettern wir erstmal hoch. Also so, ich glaube, ich meine, ich kann es mich gibt einen Weg nach unten, wo ich dann die Tür unten aufmachen kann. Ich glaube, die kann er schnell zerbeißen, der gute Morgen. Genug Schaden macht er, das sieht man. So. In vielen Geschichten heißt das ja. Ich glaube, ich brauche ihn jetzt eigentlich auch nicht mehr, oder? Ich meine nicht. Also darüber kannst da kannst du rüber balancieren. Ja, aber wenn ich jetzt hier runtergehe, da müsste die Tür aufgehen. Ich bin nicht ganz täuscht, also gehen wir mal hopp. Ah, okay, hier kannst du auch wieder hoch. Genau. Du kannst ja nach oben gehen und auf der anderen Seite gucken, vielleicht, weil hier geht es, glaube ich, ganz normal weiter.
Ja, nachdem ich das Tor aufgemacht habe, war da gerade irgendwas? Nein, ich dachte, ich hätte irgendwie was gesehen. Hier in dem Räumchen gibt es nicht mehr. Was ich ja interessant finde, in vielen Geschichten ist es ja so, dass Vampire und Werwölfe gegeneinander kämpfen. Hier ist es so, dass ja, die Vampire sich Werwölfe auch halten und züchten. Das Problem ist, ich kann jetzt natürlich wieder runter, aber ich weiß nicht, ob es dann wieder einen Weg nach oben gibt. Können wir mal erstmal auf der anderen Seite gucken, vielleicht. Gibt es da. Ja, aber ja, bitte geh rüber, ohne runterzufahren. Das wäre super. Oh, da sieht sie gut aus. Ich wette mit dir, dass hier wieder Gegner kommen. Und für diesen Fall werde ich mir das bereithalten, weil hier hinten ist ein ganzer Kristall. Hier haben wir erstmal eine Leiche. Aha. Und eine Schriftrolle. Lesen wir uns die doch erstmal durch. Unsere Schriftrolle. Ich habe gehört, dass das Relikt in der Abtei nicht nur Vampire vernichten kann, sondern auch in Verbindung mit Lichtmagie einen temporären Schild erzeugen kann, der den Träger einhüllt. Wie sehr ich mir wünsche, einen derartigen Gegenstand zu besitzen, denn die Vampire sind stark und ich bin des Kampfes müde. Ich muss mich ausruhen, sei es auch nur für ein paar Minuten. Aus den paar Minuten ist wohl etwas längere Zeit geworden. Yep. Aber den Schild haben wir ja selbst schon eingesetzt. Ja, habe ich ja direkt gegen Brauner gemacht. Auf jeden Fall, es könnte ja natürlich sein, dass du unten, wie heißt es, das Tor, das du ja da zersäbeln kannst, mit der Schattenmagie, dass du da wieder hochkommst. Ich aber genau erinnern kann ich mich nicht, wenn du jetzt runterfällst und dann zu uns gehst auf der linken Seite. Ist ja noch ein Tor. Nee, ich überlege gerade, ich gehe einfach so runter. Ich lasse mir die Leiche nicht entgehen, das wäre wirklich zu blöd. Und die Kollegen sind auf einmal wieder da, also wird es da nochmal ein Killfest geben. Habe ich jetzt den gelootet oder nicht? Nee, noch nicht. Machen wir das mal schnell, bevor der Worgen kommt. Und wir haben eine Schriftrolle erhalten. Ja, Worgen, warten Sie mal kurz. So, ich glaube, dass ich mir das Bein gebrochen habe, als ich heruntergefallen bin. Also sieht es nicht danach aus, als würde ich sehr bald hier rauskommen. Da hat er recht gehabt. Yeah. Es ist wirklich seltsam. Anscheinend halten sich die Vampire vage und Trolle. Ich schätze, dass sie sich an ihnen laben, wenn die menschliche Blutvorräte zu Neige gehen. Ich habe gehört, dass diese Burg vor Jahrhunderten der Bernhard-Dynastie gehörte. Sie wurden wohl vertrieben, als die dunkle Fürstin der Vampire auftauchte. Etwas kommt näher. Es klingt wie das Klappern von Knochen. Ja, wäre es dann im anderen Ende des Ganges gestorben, dann hätte ich ja auch mir gedacht, okay, das ist sinnvoll, aber da liegen die Knochen, die habe ich schon längst besiegt. Ja, und die Bernhard-Familie ist durchaus ein Name, der in Castlevania auch sehr oft vorkommt. In einer anderen Geschichte war Bernhard ein Vampir, der einen besonderen Stein besessen hat. Er hat ihn praktisch verschluckt, meine ich noch. Und dadurch hat er praktisch eine Art Wettereffekt ausgelöst, dass überall, wo dieser Vampir ist, es immer so dicht bewölkt ist, dass die Sonne nie durchscheinen kann. Für ihn war es praktisch immer Nacht. Schön geblockt. Ich wollte das Blocken gegen die Viecher ein bisschen mit, sehe ich ihn leider nicht. Verdammt, das war wieder zu spät. Wieder nicht. Verdammt, falsche Richtung. Ich stelle mich gerade nicht so toll an. Jawohl. Ja, schön. Nicht töten. Danke. Ich meine, ich habe einen Allround, ich kann überall hochklettern, Kampfkreuz, aber ich kann halt nicht überall hochklettern, was irgendwie blöd ist. Aber it's so true. It's damn true. So, da sind die zwei Jungs nochmal. Ja, okay, gut. Einfach so und jetzt stecken wir fest. Und jetzt mache ich das so und dann ist der tot und dann mache ich den hier. Gut. So, tschüss. Jetzt werde ich mit Rüm aber nochmal das Leben wieder auffüllen. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. So, diese Seiten an sich ist echt angenehm, wenn man Balken überqueren will. Ist halt echt schade, ne, dass hier ein voller Kristall ist und ich den nicht mitnehmen kann. So, und ich rüste mich aus. Ja, nee, erstmal mit den ganz normalen Dolchen. Wir wollen ja nichts verschwinden hier, ne?
Hier haben wir nichts vergessen gehabt. Ah, scheiße. Unten links ist immer noch das Tor. Ha? Unten links ist immer noch die Tür, die man einreißen kann. Ach, kann man die mit Schattenmagie jetzt einreißen? Ja, ja, genau. Soll ich nochmal runter? Wir wissen nicht, was soll denn das also... Wo? Gabriel? Chironibo? Danke. Ich habe mich schon gefragt, wo bleiben die Jungs? Da vorne kommt der Kollege wieder, jetzt Schattenmagie und nach links durch. Ne, erstmal muss ich den... Stimmt. Ach, du stehst da etwas kackies. Gehen wir nochmal nach da vorne. So, und da ist auch eine Leiche. Die können wir auch looten, der Wagen braucht wohl noch einen Moment. Und wir haben einen Lebenskraftstein erhalten. Ja, das war absolut was. Lass mir durch, Digga. Digga! Du Troll! Obwohl du ein Wog bist. So, jetzt sollten wir hier alles haben. Verdammt. Hallo. Er hat wohl ein bisschen Angst vor dir. Kolleg. So. Und zum dritten Mal gehen wir jetzt nach oben. Zum dritten Mal werden wir die Vampire verwickeln. Meine Güte, warum habe ich immer den Stress mit meinen Levels? Wuff, wuff. Nam, 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 kratz, kratz, Schlitz. Tot. Und Weihwasser. Jupp, ich glaube zum dritten Mal von dem. Ich weiß es nicht mehr. Hui. So. Und jetzt geht es hier weiter. Wenn die Kamera mitmachen würde, ja. Ich sehe schon wieder so einen Verwicklangang. Oh ja. Aber du hast ja noch einen Kristall. Soll ich den Kristall verwenden? Ich. Oh, das war jetzt mal so. Weil die im Schilde ist. Ist halt alle relativ kaputt. Die Frage ist, wie viel Weihwasser hast du und wie viel Schaden macht das Weihwasser so an denen, bevor sie sterben? Das will ich aber nicht. Das Weihwasser ist zu wichtig. Okay, das ist jetzt natürlich die unangenehmste Situation, wenn man die Kamera so hat. Fu on you, my friend. Ist der am Boden? Leider aus der Kamera raus. Ich kann ihn gerade nicht erkennen, wo der Typ ist. Ja, er wirbelt darum. Leck mich doch am Sack. Also hier in so einem Gang ist es eigentlich praktisch unmöglich, den auszuweichen. Ich backe an Knochen. So, der ist kaputt. Ja. Du hast Leuchte. Hab ich gemerkt! So, der andere ist instant zerfallen? Nee, ich dachte schon. Also einer ist instant zerfallen, das ist wieder Weihwasser. Der ist zerfallen. Ich wollte bleiben. So, sein Schild hat er verloren. Ich denke, der wird auch gleich den Abgang machen. Ich stelle mich gerade ziemlich dämlich mit den Glocken an. Er feuert mich an. Weißt du was, jetzt stirbst du einfach. Ich wollte es mit Stil machen, aber da war wohl nicht viel. Aber was habe ich wieder bekommen? Das ist mir ehrlich gesagt suspekt, dass es so einfach wäre. Weil dieser Keller ist halt wirklich recht scheiße anstrengend. Aber es sieht ganz gut aus.
So, wir sind hier durch. Laden unsere Magie nochmal auf. Und können sie ja überladen. Jetzt schon wieder 20 Minuten verbraucht. Wir checken uns natürlich hier wieder erstmal alles aus, weil es kann natürlich auch immer sein, dass irgendwo Leichen liegen, die etwas schwieriger zu erkennen sind. Die Kamera hilft natürlich, sie ganz gut zu verstecken, die meisten Leichen. Das stimmt. Aber finde ich gar nicht mal so dramatisch. Ja. Also. Es gibt Kameraführung. Ich glaube, ich bin auch... Ja, der McCray. Ja, ja, ich bin durch. So. Weißt du was? Ich gehe mal... Erstmal bin ich gerade durchgekommen, wie ich alles habe. Also ich habe einen Magiestern gefunden. Das war auch echt alles. Also gut, dass wir da viermal runtergegangen. Viermal. Wir gehen mal zum Talentfenster. So, und ich meine, wir haben ja bei den fortgeschrittenen Techniken schon fast alles gekauft. Oder haben wir sogar alles gekauft? Nee, der den Salto-Schlag noch nicht. Wollen wir den machen? Ja, würde ich sagen. Damit da haben wir hier alles durch. Richtig. Haben wir die erste Kombi, haben wir schon fertig. So, nachdem du per Salto über Feinde hinweggesprungen bist, kannst du sofort dreimal X drücken, um sie von hinten anzugreifen, ehe sie reagieren können. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir erstmal nach, wie man denn einen Salto macht. Ja, das wäre sehr hilfreich. Der Salto, der müsste auch bei dem fortgeschrittenen... Oder sicher? Ist er hier? Trampelkampf. Also der müsste bei dem fortgeschrittenen... Ach, da ist er. Der Salto. So, die linke Schultertaste mit der Sprungtaste. Mit der Sprungtaste und dann dreimal Viereck direkt danach drücken. Aber wir können noch mal gucken, bei den Zweitwaffen irgendwas Besonderes? Nee. Hier nicht. Reliktkräfte. Da könnten wir uns sogar entweder den Springstoß oder den Lichtblitz leisten. Noch mehr? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, die sind alle teuer. Und die unteren sind halt besonders geil, aber... So, der Springstoß ist etwas, was man mit den Stiefeln macht. Wir tippen es zweimal an, drücken Dreieck und Viereck und dann machen wir etwas komisch. Auch von der Ausführung her. Wie ist denn der Lichtblitz? Da müssen wir nicht Lichtmagie aktiviert halten und dann... Synchro blocken. Ja gut, das machen wir relativ oft. Könnte hilfreich sein. Ich würde sagen, kaufen wir. Ja. Also im Endeffekt, unser Ziel ist es eigentlich, alles zu kaufen. Auf jeden Fall.